heilige Tempel in Jerusalem war nicht mehr ein Haus des Gebetes, sondern zu einem Marktplatz geworden. Sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Er lässt meine Tiere frei. Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Bei einigen der politischen und religiösen Führer wuchs der Widerstand, weil das Volk Jesus König nannte. Ich hörte, dass er von vielen schon König genannt wird. Ein König? Ein König der Bettler, Huren und Diebe. Wir kennen solche wie ihn. Sie kommen, predigen eine Weile und gehen. Sie sind schnell vergessen. Sei nicht blind. Er gewinnt täglich mehr Anhänger. Und das Volk bewundert ihn. Und denkt, er sei ein König. Hört gut zu, ich möchte euch warnen. Wenn dieser Mann noch weiter den Frieden gefährdet, mache ich euch verantwortlich. Er mag recht haben. Es wird Zeit, mit dem Galiläer zu reden. Und je mehr er die heuchlerischen Pharisäer und Schriftgelehrten angriff, umso mehr wuchs die Schar seiner Anhänger unter den Juden. Aber es wuchs auch der Widerstand bei denen, die sich von ihm angegriffen fühlten. Im Tempel sah Jesus eine sehr arme Witwe, die zwei kleine Münzen in den Opferkasten hineinwarf. Hast du nicht mehr zu geben? Ich sage euch, dass diese arme Witwe mehr gegeben hat als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum etwas zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben. Sag uns, mit welchem Recht tust du das alles? Wer gab dir die Vollmacht? Auch ich will euch eine Frage stellen. Sagt mir, stammte das Recht des Johannes zu taufen von Gott oder von den Menschen? Was sollen wir sagen? Wenn wir sagen von Gott, wird er sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Aber wenn wir sagen von den Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen. Sie sind überzeugt, Johannes war ein Prophet. Wir wissen nicht, woher es gekommen ist. Dann werde ich auch nicht sagen, mit welchem Recht ich das alles tue. Es war ein Mann, der legte einen Weinberg an, verpachtete ihn an Winzer und reiste fort für längere Zeit. Als die Zeit der Weinlese gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, damit sie seinen Teil des Ertrages ablieferten. Sie aber schlugen ihn und jagten ihn fort mit leeren Händen. Also schickte er einen anderen. Auch ihn prügelten sie und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen dritten Knecht, aber auch ihn schlugen sie blutig und warfen ihn hinaus. Da sagte der Besitzer des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn hinschicken. Sicher werden sie vor ihm Achtung haben. Aber als die Winzer ihn kommen sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, den wollen wir töten, damit das Erbe uns gehört. Erzähl weiter, Herr. Sie warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn.
Was wird der Besitzer des Weinbergs nun mit den Winzern tun? Er wird die Winzer töten und den Weinberg anderen Winzern geben. Was bedeutet denn dieses Schriftwort? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der Stein ist zum wichtigsten geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Und auf wen dieser Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst. Und dass du nicht auf die Person siehst, sondern wirklich den Weg Gottes lehrst. Sag uns, ist es gegen unser Gesetz, wenn wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Gib Acht, Herr, er will dich überlisten. Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Namen sind darauf? Caesars! Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und Gott, was Gott gehört. Was ist deine Antwort darauf? Dann kam der Tag der ungesäuerten Brote, das Passafest genannt. Und Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, um das Passamahl vorzubereiten. Es war mein großer Wunsch, vor meinem Leiden das Passamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Gesegnet seist du, o Herr unser Gott, König des Weltalls, der am Weinstock Früchte wachsen lässt. Nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Gesegnet seist du, o Herr, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorbringt. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es Gott bestimmt hat, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Nenne uns den Verräter, Herr. Der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste. Und der Führer soll werden wie der Diener. Denn wer von beiden ist größer? Wer bei Tisch sitzt? Oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. In all meinen Prüfungen habt ihr bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Ihr sollt mit mir an meinem Tisch essen und trinken in meinem Reich.
Und ihr sollt auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Dann gibt es keinen Verräter. Simon, Simon, sieh doch. Der Satan hat verlangt, euch alle zu prüfen. Die Guten zu trennen von den Schlechten, wie der Bauer die Spreu vom Weizen trennt. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht wanke. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis oder in den Tod zu gehen. Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du 3-mal geleugnet haben, dass du mich kennst. Als ich euch aussandte, ohne Tasche, Geldbeutel oder Schuhe, habt ihr da Not gelitten? Nein, nicht einen Tag. Jetzt aber soll der, der Beutel oder Tasche hat, sie mitnehmen. Und wer kein Schwert hat, der muss einen Mantel für ein Schwert verkaufen. Denn ich sage euch, an mir wird sich das Schriftwort erfüllen, er wurde zu den Verbrechern gerechnet. Alles, was über mich gesagt wird, geht in Erfüllung. Hier, hier sind 2 Schwerter, Herr. Genug davon. Der Hohe Rat trat zusammen und suchte nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Der Satan aber ergriff Besitz von Judas, genannt Iskariot, der zu den 12 gehörte. Er beriet mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Jesus verließ Jerusalem und ging zum Ölberg, um zu beten. Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Judas Iskariot verriet Jesus für nicht mehr als 30 Silberstücke. Jesus wusste, dass die Stunde seines Todes für die Sünden der Menschheit nahe war. Und er betete. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Judas. Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Schnell, nehmt ihn fest! Hört auf damit!
Kein Wunder. Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht versucht, mich festzunehmen. Aber das hier ist eure Stunde. Weil die Finsternis jetzt die Macht hat. Kommt schnell, wir müssen fort. Nehmt ihn fest!